Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Bolzen Let's Play. Jo, wir sind hier ja wieder in der Stadt. Oh, haben wir einen Unique wieder. Ist leider nichts für uns, wir sind ja eine Magierin. Beinschienen auch eher für, ja, die Krieger, hä? Und ja, wir haben auch noch nicht so viel Geld. Wir haben vielleicht bald noch neue Zauber. Die tun sich, glaube ich, nach Level oder so orientieren. Und dann einfach zufällig. Ja. Amboss-Schlag gibt es noch hier. Ja. Warten wir noch ein bisschen. Ja, verkaufen wir noch kurz den Stab hier und ja, dann können wir. Ja, eigentlich wieder dorthin gehen. Wo wir diesen Selbstmordsalament erledigt haben. Der hat sich so mit einem blauen Fass gesprengt. War ziemlich lustig, also ja. War schon ziemlich schwer, also jetzt gerade noch. Also ich weiß nicht, wie OP wir werden. Es wird ein bisschen geschrieben, dass manche Builds sehr stark sein, aber ich habe zu gutem Glück nicht so etwas Übermächtiges genommen, also. Die meisten Skills, die mit Waffen skalieren, die sind ein bisschen zu OP. Und ja, Magie ist scheinbar nicht ganz so extremst. Also nicht, ja, einfach normal gut. Also nicht schwach und nicht irgendwie zu stark. Gut. Ja, sonst können wir natürlich einfach die anderen Spezies ein bisschen anschauen, weil wir auch ein bisschen ja, austesten dürfen, auch wieder zurücksetzen dürfen und so. Ich glaube, das sind aber Tränke, also die muss man, glaube ich, zuerst finden oder so. Oder ist das irgendwo, gibt es einen NPC dafür? Keine Ahnung mehr so genau. Jo, ich nehme jetzt nochmal nicht alles mit. Ich tue einfach die Items mitnehmen, die ich denke, ja, wäre ein Upgrade. Also nicht so viel Willpower, Willenskraft, glaube ich, auf Deutsch. Ich finde es cool, dass die Pets noch Geld einsammeln und so. Man könnte alles erkunden, aber es lohnt sich nicht so sehr. Manche Sachen, die man vielleicht gerne hätte, wie zum Beispiel Händler, die zufällig irgendwo stehen, die sind einfach markiert auf der Map. Man muss halt einfach die Map so ein bisschen im Blick haben, also in der Nähe sein, damit man die sieht. So, vielleicht ist hier oben etwas. Hier ist ein Dungeon. Das ist das grüne Treppenzeichen hier oben. Das ist sehr interessant. Also, mir gefällt das Spiel sehr. Es hat auf Steam aber, glaube ich, nur eine ausgeglichene Wertung. Keine Ahnung wieso, weil die meisten Leute halt einfach kurz reinschauen und direkt sagen, hey, das ist nichts für mich. Und, oder, ja. Ich weiß nicht, wie viele das Spiel richtig spielen und merken, ja, es ist gar nicht so gut. Es ist nämlich gut, aber man muss halt richtig spielen, wenn man halt das Spiel ein bisschen ausnutzt und dann sagt, ja, das Balancing stimmt nicht, dann stimmt es halt nicht. Also, das Balancing ist halt abhängig von euch, oder? Wenn ihr halt zu OP Builds spielt oder ja, einfach immer das Beste nehmt und so Sachen, dann ist es klar nicht balanciert. Also man sollte halt schon schauen, dass man nicht zu OP wird, auch wenn es süchtig macht wahrscheinlich. Und der Entwickler ist wirklich nicht groß, also selber noch Publisher, Wolzen Studios, und ja, scheinbar sind sie nicht mehr ganz so aktiv, also wahrscheinlich haben sie auch gesagt, noch komm, ja, wenn die Leute das nicht so gerne haben, dann kümmern wir uns gar nicht so extremst darum. Finde ich schade. Vor allem ein Entwickler, wo merkt, ja, das Spiel ist nicht so gut, sollte mehr machen, oder? Sollte ein bisschen mehr Geld investieren vielleicht. Damit sie wieder mehr Geld verdienen und dann wieder mehr Geld haben. Aber so sind halt meistens Entwickler, oder sie verlieren sehr schnell an Motivation, ein Spiel auch durchzuspielen. Hier ist irgendwie ein Event, eine Gegend. Ich weiß, glaube ich, was es ist, aber ich kann mich
auch nicht mehr so gut erinnern. Ich habe, glaube ich, ein paar Videos darüber gemacht, wo das rauskam. Und es war ziemlich geil. Ich weiß nicht, ob ich alles gesehen habe, aber ich habe zumindest geile Missionen gesehen. So, endlich haben wir so einen Willpower-Trunk. Aber weiß einer, wieso nicht so gut, also nicht so viel Ausdauer oder so etwas ist, also dass man wirklich ermüdet oder so. Sollte natürlich nicht zu stark eingestellt sein, aber das macht auch ein bisschen Realismus und noch ein bisschen ja, taktisches Verlangen oder so rein. Vielleicht ist es zu taktisch, kann auch sein. Aber ich finde es eigentlich cool, wenn man halt noch ja, neben Willpower, wo man verliert oder Wut verliert, noch ein bisschen Ausdauer verliert. Jetzt gerade, ja, haben wir noch nicht so einen Zauber, der mega viel kostet. Und jo, können auch noch nicht so schnell eigentlich Willpower wieder bekommen durch den Zauberstab, der noch langsam ist und so. Aber okay, das ist ganz anders, als ich gedacht habe. Ja, sieht eigentlich ziemlich cool aus. Also gut designen können sie. Die Hörner sind ein bisschen übertrieben. Der Drachenbewerter. So. Name's Ilfane. I'm out here hunting a Savrier. He scorched a gang of slavers to a crisp near Archeon. Been sent to kill it. Archeon? The flying city. You're a long way from home. The nearest anchor isn't exactly close. Believe me, I didn't want to make the trip. Was glad the bastard slavers died. Order knows it as well. Sending me out here is a funny joke they're telling each other. You're a part of this order, I assume? That's right. The Order of Ashara. We ride drakes and chase Svarir, apparently. Speaking of which, need to get back after the beast. Wanna tag along? Aeldor is spooked. Not sure what's got him like this. Any case, wouldn't say no to another pair of fighting hands. Is why I'm here. It's been slaughtering Stormfall's citizens, so there's no shortage of people that need the beast dead. Guess that's settled then. I think I saw the beast heading toward a cave system up ahead. Should get on its trail. Agreed. Let's move. Okay. No. Der hat eine Mission. Wir müssen sie erledigen. Also ich könnte einen Dungeon, das sind einfach so kleine Nebengebiete, mal betreten, aber es ist nicht unbedingt so sehr rewardable. Also man kann drauf verzichten. Das sind so Generatoren, wo Monster generieren. Geben vielleicht auch ein bisschen Loot, denke ich. Ja, ein Beinschutz. Ja, die gibt es eigentlich eher während der Kampagne, glaube ich, und nicht dann bei den, weiß ich, Rifts, bei den, ja, das heißt irgendwelche so Missionen, so. Weiß auch nicht mehr genau, wie es heißt. Vernichtung, einen Strahl. Cool. Ja. Ah, ich muss ja, ich muss ja die 1, also die 2 drücken. So. Gut, jetzt habe ich die Tränke, also Willenskrafttrank, hatte ein bisschen getrunken. Ich denke, ich mache den Laser mal hier hin. Wie kann ich das machen? Oh, wir haben das ein bisschen komplett anders. Mündliche Umklammerung hat ein Level. Also, nein, ich wollte die andere. Meine Güte. So, so, dann machen wir den Feuerball hier hin. Und die 1. Ja, ist einfach klein und nicht ganz so effektiv. Okay, mit einem Laser können wir schon ein bisschen mehr anfangen. Überheben. Hier haben wir noch ein paar besondere Gegner. Also kostet sehr viel Lebenskraft. Okay, müssen wir ein bisschen merken. Dann schauen wir nochmals. S, okay. Wir können noch nichts killen. Können wir hier irgendwas killen? Wir müssen noch ein bisschen warten. Also Level bekommt man aber nicht. Müssen wir das irgendwie aktivieren? Vielleicht ist er Level 3 und wir haben. Aber hier haben wir Level 1, 4.
keine Ahnung, wie man die macht. Ich dachte, man kann einfach draufklicken, dann hat man's. Muss ich noch ein bisschen. Was ist hier der Ding? Ah, da. Sieht man fast nicht. Bisschen versteckt. Oh, aber eine Truhe. Katalysator mal mitnehmen. Aha, ist nur für Einhandwaffen. Ja, klar. Ja, es gibt noch ein paar Sachen zu lernen. Also, ja. Spiel halt nicht immer so schnell wieder. Warte, bis es Update gibt meistens. Wenn, ja, wenn ich einfach nicht so viel Zeit habe zum Spielen. Oder? Dann doch lieber irgendwelche Titel, die ich ein bisschen, ja, merke, ja, sie machen mir sehr viel Spaß. Als irgendwie so, jo, Spiele, wo ich denke, ja, ich muss hier ein bisschen hinten dran stehen und sind einfach noch nicht so weit. Oder wie bei diesem Spiel halt einfach, jo, es ist sehr unfertig, oder? Wir haben das Bronzing und so. Ist halt schon ein bisschen, ja, noch sehr bitter. Obwohl das Spiel eigentlich rausgekommen ist. Das habe ich ja im letzten Part ein bisschen gefragt, ob es rausgekommen ist überhaupt. Oder ob es immer noch so Early Access ist. Und es ist ja eigentlich schon rausgekommen vor 2 oder 3 Jahren. Sollte also jo, schon weiter sein, aber ja, was gibt es groß auszusetzen? Es ist halt einfach nicht gerade so mega spannend. Wegen ja, ein bisschen langsamem Spielstil ein bisschen. Und dafür hat es halt eine schönere Grafik. Man hat ein paar sehr innovative Sachen. Zum Beispiel Städte ausbauen und ja, so bestimmte Effekte auf Unix-Items. Das werden wir dann hoffentlich auch zu Genüge sehen, weil die sehr selten sind. Also die Legendaries, die orangen oder ja, roten Items, dunkelorangen Items, die sind sehr häufig sogar. Aber sie heißen einfach Legendaries, also sie heißen etwas Besseres als Unix. Und ja, wir können einfach irgendwie so wie gute Rares. Also nicht tolle Namen, nicht tolle ja, Bonus. Aber das werdet ihr dann, ja, wenn ihr Interesse habt, natürlich auch ein bisschen sehen später. Jetzt sind wir halt noch am Anfang und haben noch nicht so viele Sachen, die wir, dass ich dann zeigen kann. Ja, das war Ich glaube, den Laser mag ich irgendwie. Könnten durchtragen. Aber dann haben wir keine Regeneration von Willenskraft zwischendurch. Ja, ist gute Haltungs. So. Bisschen schneller laufen ist auch gut. Ja, war eine schöne kleine Höhle. Aber ich möchte jetzt dieses Event machen. Und jetzt ist fertig mit dem Rumdödel. Weil das Spiel macht schon recht viel Spaß. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo es halt ein bisschen schleppender geht. So ab Level 70, glaube ich, oder so. Macht's. Ist das Spiel eigentlich recht schnell. Und, also, ja, nicht das Leveln. Sondern einfach irgendwie so. Ja. Doch schon ein bisschen das Level natürlich, oder? So was man einfach machen kann, was man finden kann und so weiter. Und dann flacht es ein bisschen ab, aber wird natürlich herausfordernder. Dadurch wird es auch wieder spannender und besser, aber einfach langsamer. Was könnten wir noch machen? Wildheit. Also es crittet. Gut. Also ein bisschen Wildheit nehme ich. Ja. Und den Rest wirklich defensiv nehmen. Damit wir gut Energy Sheet haben. Und hier weiterhin halt direkt irgendwie vielleicht ein bisschen Lebensdiebstahl. Elementarschaden.
Ja, gehen wir zuerst hier, dass wir ein bisschen mehr Willenskraft haben. So, oder nehmen wir einfach den Elementarschaden plus 15% mit. Genau. Ja, ich denke, ein Punkt da in Lebensabsaugen. Ja, ist eigentlich ziemlich gut. Also eben, es hört sich doch ein bisschen negativ an, aber es ist eigentlich wirklich ein tolles Spiel. Es ist anders und deshalb motiviert es auch mehr. Natürlich gibt es doch wirklich auch fertigere und bessere Hack'n'Slays, aber ja, vor allem wenn man wirklich auch das Genre mag, hat man wirklich genug vom Spiel. Also es ist wirklich sehr spielenswert, wenn man ja einfach nichts anderes macht. Kein anderes Spiel wirklich auch mega liebt oder so. Jo. Ich habe ja auch mittlerweile wieder ein bisschen mehr Zeit neben den Aufnahmen. Und ja, ich spiele meistens Goat Simulator 3 oder Minecraft farme ich viel. Ich könnte auch hier noch vielleicht einen zweiten Charakter machen, ein paar Items farmen und so weiter. Ich kann immer noch nichts drücken. Ah, der geht noch nicht, aber die anderen. Okay, jetzt. Also mit Level 5 erst können wir das erste nehmen. Okay, gut. Den Schaden oder die Zahlgeschwindigkeit? Wahrscheinlich den Schaden, damit wir ab und zu den Feuerball irgendwie werfen können auf einen einzelnen guten Gegner. Nehmen wir hier die Abklimmzeit. Hier müssen wir nicht Schaden nehmen. Also jetzt haben wir einfach so eine kleine Gegner. Ja. Mit Gegner aus der Erde kommen und angreifen. Und mittlerweile, ja, sind wir jetzt in einer Höhle, wo wir auch wahrscheinlich, ja, nochmals ein Monster töten müssen. Also eine Waffe wäre eigentlich auch nicht schlecht, ist aber auch gut. Ja, Gesundheitsregeneration. Finde dann ganz interessant, eben das Sphere-Höhlennetzwerks. Ja, wahrscheinlich schon. Aber wir haben ja noch die Quest. So eine Art Nebenbeschäftigung. Man muss es nicht unbedingt machen. Aber es gibt doch auch gute Belohnungen dafür. Ich habe eine ähnlich große Erwartung. Also freue mich schon auf weitere Parts und ja, Dungeons und so. Es wurde eigentlich sehr schön designt. Natürlich ist es nicht zufallsgeneriert, ist ja eigentlich heutzutage auch nicht mehr so viel. Es sind eher Maps, die einfach ja, ein bisschen anders aufgeteilt sind oder so. War ja leider in Diablo 2 schon fast am besten noch. Da waren es auch mehrheitlich Maps. Und ja, Path of Exile hat natürlich da Zufallsgeneration. Und ja, Last Epoch einfach ein bisschen. Also ein paar Teile oder einfach Skins, also Gebietsänderungen, so Sachen. Also ich muss irgendwie. Habe ich jetzt gerade etwas vergessen oder so? Ich weiß es gar nicht so genau. Ich hatte aber früher mal so eine Linie. Die fehlt jetzt. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, sonst müssen wir das nicht machen. Also, ich will jetzt eigentlich nicht wieder zurücklaufen. Wahrscheinlich habe ich das irgendwie vergessen. Aber ich möchte es halt schon zeigen. Also irgendwas stimmt gerade nicht so. Vielleicht ist das Spiel einfach gerade ein bisschen verbuggt hier. Kann auch sein. Also wir gehen einfach kurz nochmal raus, aber ja, ich kann ja ein bisschen schneller. Oh, wenn man nicht festhängt. So. Aber das möchte ich jetzt unbedingt zeigen, weil vielleicht, jo, kommt das nächste Mal nicht, weil wir hier den Anfang nicht haben. Ne, es ist wirklich da, es ist auch nichts. Hä? Also es scheint irgendwie verbuggt zu sein. Also
Ja, sonst können wir es einfach kurz wiederholen, wenn wir schneller sind und so. Oh, das kommt erst vielleicht auch in der zweiten Ebene oder so. Schade, also ich hätte es jetzt gerne gezeigt mit den Linien. Sind einfach so wie Gestank oder so, einfach so ein bisschen, was hinzeigt, was ist. Also es sieht ein bisschen aus wie so, ja, Verunreinigungen. Reinigungen. So hätte ich auch den Weg ein bisschen besser gefunden. Wahrscheinlich geht's nicht. Oh, wir sind schon sehr stark. So, jetzt. Ja, jetzt haben wir es. Endlich. Genau das ist das, was ich unbedingt brauche. Der Schaden muss nicht so hoch sein. Den haben wir schon ziemlich hoch. Jo. Ich glaube, der Laser ist wirklich etwas für mich. Er ist nicht so schwach wie Desintegrate und so. Aus anderen Spielen. Laser, ja, könnte aber auch immer schnell OP sein. Muss ich da mal schauen. Aber sieht halt cool aus. Und ich will schon etwas nehmen, was cool aussieht. Gibt natürlich auch Meteore, wo sie richtig krachen. Könnten wir auch nehmen. Also vor allem auf Feuer gehen und dann diese Chance 2,5 Sekunden haben, das zu blocken. Das ist eine Fähigkeit. Passive Fähigkeit. Ja. Okay, ja, Willenskraft möchte ich eigentlich. Das Weisheit. Weisheit, nicht Willenskraft, okay. Bewegungsgeschwindigkeit. Aber ich weiß nicht, ob schwere Rüstungen halt uns auch wieder langsamer machen. Vielleicht ein bisschen. Ja, dann nehmen wir hier keine Lebensregeneration. So. Also ich gehe jetzt mal hier einfach links nach oben. Hier haben wir einen Schrein, der tut diese Energie, die wir später für diese Verwandlung im ersten Part brauchen, aufzufüllen. Also. Oder es gibt Rares. Okay, wusste ich gar nicht. Ja, je nachdem wahrscheinlich. So. Also einfach so einen Belohnungsschrein scheinbar. Entweder eben diese. Oder vielleicht erst später mehr oder wenn man auch die Verwandlungen hat. Die brauchen noch einige Zeit. Ja, machen wir 5 in Weiß. Nein, ich bin weiß. In Wildheit. So. Also. Jetzt haben wir hier noch. Bald. Zaubergeschwindigkeit auch wieder. Okay, sehr gut. Also hier mindestens ein Punkt oder hier. Ja, Kosten ist nicht schlecht, Reduzierung. Ja. Das bräuchten wir auch eigentlich bald irgendwann mal, aber ja, wenn wir noch nicht so starke Dots bekommen, noch nicht ganz. Ja, ist ein bisschen schneller als ein Feuerball, ja. Aber ja, es bretscht schon ein bisschen rein, ja. Das zeigt schon ein bisschen intensiver als andere Spiele. Das ist ein richtig durchschlagenden Laser. Durchschlagen tut es, glaube ich, noch nicht, ja. Das müssen wir, glaube ich, modden. Also Skillpunkte vom Skill rein investieren dort und dann durchschlägt es auch. So, also scheinbar haben wir den richtigen Weg. Und da geht es hier sehr weit in eine Richtung. Oh. Da kommen viele Geister. Ja, easy.
Gut, da haben wir wieder so einen Generator. So. Ja, ich mag es. Also ich hätte gedacht, das macht weniger Spaß. Es ist natürlich doch ein bisschen, wie sagt man dem, ja, vom Level-Design und so ein bisschen langweilig, ein bisschen ja, zu viel Gekloppe, ohne dass irgendwas Interessantes passiert oder kommt. Aber das wird sich ändern. Also es kommen dann speziellere Gegner, größere Gegner und alles mögliche. In diesem ersten größeren Dungeon passiert eigentlich fast noch nichts, oder? Wir könnten auch hier reingehen, aber wir machen lieber noch kurz ein bisschen vorwärts. Ja, ja, auf jeden Fall. Haben wir irgendwo einen B-Punkt? Ist dann im nächsten Gebiet dann. Nicht in diesem, wo ich jetzt bin. Aha, und jetzt kommt es, okay. Ich wusste es nämlich, dass man hier einfach so gelernt wird, wie es geht. Es geht darum, wir haben hier immer wieder zwischendurch so Leichenansammlungen. Und die tun so ein bisschen den Dungeon, also das Gebiet, und so ein bisschen erschweren. Also es gibt negative Bonis für uns, also für die Gegner, positive. Und ja, die Akte hat begonnen. Ja, wir müssen dem Weg folgen, klar. Und verteilt dein Wissen über die Gegner, die du am Ende der Jagd begegnen wirst. Aha, es ist nur der Boss dann am Schluss, der verstärkt wird. Okay. Ich dachte eigentlich, es macht alle Gegner stärker. Aber scheinbar nur den Boss. Okay. So geht man sich auch mehr als ja einem Jahr nicht spielen. Oh, das wurde geändert, aber ich denke nicht. Aber ich hätte jetzt gedacht, es wäre so wie das Monolithensystem bei Last Epoch, dass man halt wirklich ja einige Levels, Gebiete, so ein Gebiet natürlich hier allgemein schwieriger hat. Scheinbar nicht, also, ja. Ist vielleicht für den Entwickler ein bisschen zu schwer sonst. Viele Entwickler wollen ja am Anfang auch, dass das Spiel nicht überfordert ist, dass der Schwierigkeitsgrad eigentlich ziemlich einfach ist, oder? In manchen Spielen geht es länger, in manchen Spielen geht es sehr viel schneller. Wo alles ein bisschen schwieriger wird und so. Aber eigentlich ist ja die Motivation, dass man es recht schwierig haben möchte, auch am Anfang schon. Dass man sich ein bisschen anstrengen muss. Jo. Also ihr seht es ja, es ist momentan auch ein bisschen zu leicht noch. So. Ich habe, glaube ich, kritische Trefferchance, dass er bekommen. Ich habe es nicht gesehen. Aber wollte für diese Gegner den Buff schon haben. Da oben haben wir noch Elite-Gegner, wie die heißen. Es gibt kein Buff-Symbol, scheinbar. So, und jetzt kann man eben auswählen, was haben die Gegner, also was hat der Gegner, der Boss am Schluss, so für Eigenschaften. Ich gehe eigentlich meistens auf Gesundheit, weil, ja, wieso soll man mehr Schaden kassieren wollen? Okay, das ist einfach der Modifikator im Gesamten. Jetzt haben wir erst einen, oder? Okay, kritische Schaden auch noch. Ah, und manchmal kommen Gegner, okay. Gut. Ja. Sehr gut. Bald wieder ein Level. Da
gerne noch einen Streitkolben, aber wir haben bald keinen Platz mehr. Ja, wenn die Folge zu Ende ist, gehe ich kurz in die Stadt. Und wir können ja von dort wieder starten. Also ich mache es einfach ja, am Ende des Parts, oder wenn nicht so viele Leute ja, sehen müssen. Die es sehen wollen oder ja, denken sie müssen es sehen. Können ja schauen. Aber ich möchte es natürlich zeigen. Das Kraftschild ist halt schon gut und das hat es hier auch nur wenige. Und die ersten Handschuhe, ja, Resistenzen wäre eigentlich nicht schlecht momentan. Also trage ich das nicht. Okay. So. Haben wir, ja, die Linie haben wir. Ich habe sie noch nicht gesehen, richtig. Aber eine lange Distanz bis zum nächsten. Sonst sind sie nicht so lange. Oder einfach manchmal. So. Das ist ziemlich gut, 20 Willenskraft pro Treffer. Und dem so die Abklingzeiten ist ja meistens auch gut zu nehmen. Wo ich im ersten Part, glaube ich, oder anfangs diesen Part ein bisschen gesagt habe, wir sollten die einfach auch nur extra mitnehmen. Ja, solange wir sie brauchen natürlich. Einfach für manche Buffs vor allem und so, ein bisschen mehr gebufft werden kann. Oder ja, es gibt auch Zauber natürlich mit der Klingzeit Schaden verursachen. Aber ja, ab den Zeiten haben. So, also Vergiftungschance. Ja, das können wir nehmen. Ja. Mehr MF. Also Chance, magische Gegenstände zu finden. Ja, könnte helfen. Auch bessere Items zu finden natürlich. Ja, das andere ist ja purer Schaden. Würde vielleicht einfacher sein, wenn er keinen Giftschaden macht, aber wenn er nicht wirkt, dann. Jo. So, eine Tür noch und der Helm, der ist vorüber. Ich glaube, das ist aber jetzt langsam fertig, das Helm. Ja. Genau, und jetzt wird der Boss verstärkt. Ah. Ist nicht einfach ein Boss noch nebenbei. Also manchmal. Und oft ist es dann so. Aber hier am Anfang noch nicht. Da ist einfach der Boss jetzt ein bisschen stärker. Und wir müssen halt schauen, er macht Giftschaden und hat jetzt einfach mehr Giftchance. Aber wir machen auch sehr viel Schaden scheinbar. Ja. Komm, wir spielen noch ein bisschen mit ihm. Hey, nicht töten! Er tötet ihn einfach! Er tötet ihn! Vielleicht hätte ich wollte spielen. Ich hätte ihn auch gleich getötet, aber. Genau, und dann kann man Farbe finden. Sehr gut. So, machen wir kurz die Story. Should be the end of our Svaria problem, though. That's not all that's bothering you, is it? That phenomenon got you worried. That for one, but I also worry for my family. Fate has pulled us apart, and I don't know if it can be fixed. Sorry to hear that. Families aren't easy. No, they're not. Sorry, I shouldn't dwell on it. It's not your problem. Don't sweat it. Family's important, worth worrying about, and fighting for. Yeah. What about you? What will you do now? Now? Well, guess I'll go back to the Order. Enjoy the look on the Elders' faces when they see I'm still alive and kicking. They'd prefer that you weren't. Why?
Ah, the story's a long one. Short of it is, they don't want me to be an elder. I just ruin their schemes, preach Ashara's teachings, they wouldn't like that. Stimme. Sounds like I've got your work cut out for you. Yeah, you could say that. Nothing I'm not used to, though. Well then, I guess this is where we part ways. Perhaps our paths will cross again. If you find yourself in Archeon, come look for me. Know a good place to drown our sorrows. Plus, the view's always nice to look at. Archeon kenne ich gar nicht noch. Also, vielleicht schon von früher noch, aber kann mich nicht so gut an den Namen erinnern. Ja. Ich sag, ja, dann einfach wiederkehrendes Spielelement. Also Willenkraft, Regeneration wäre besser, denke ich. Klar, Energy Shield ist um einiges höher. Der Kraft Shield. Ja, nein, es, also wir haben einfach Prozentuelles auf der Weste, auf der Tibetan. Schaden, Zauberschaden natürlich, ist auch sehr stark am Anfang. Donnerschlag. Das ist so eine Art Kettenblitz und arktischer Speer. Ja. So eine Art Eissplitter werfen, die, glaube ich, langsam sind. Fechtdolch, mir heißt auch wieder Wut und so. Gut, also wir haben eine Türkis. Nein, ja, okay. Es ist Kaki. Kaki ist, glaube ich, eine Frucht und. Jo. Die Farbe von der Frucht scheinbar. So. Ein Olivgrün. Ja, eher nicht türkisch. Türkis. So, genau. Also, dann haben wir. Wo noch Punkte? Gut. Bei denen nicht. Ja, es fehlen einfach. Es fehlen uns einfach ein Slot. Ja, können wir nicht nehmen. Gut. Dann gehen wir einfach mal, genau, auf jeden Fall, hierhin, bis ganz am Ende, machen wir dann später. Hier noch Elementarschaden und dann eigentlich direkt hier auf mehr Willenskraft und Wut hat. Genau, und die Zauber, oder Kettenblitz, jo, kettet halt jetzt gerade nicht, weil kein Gegner da ist. Genau, ja, sie sind recht schnell. Schneller als zum Beispiel bei Last Epoch. Jo, und Portal ist hell. Ich bin mich so an Last Epoch Steuerung gewöhnt. Ich habe einfach A gedrückt, weil ich das so eingestellt habe bei Last Epoch. Und, jo. Natürlich ziemlich nervig dann, wenn andere Spiele halt wirklich komplett eine andere Steuerung haben. Vor allem das mit dem Austauschen von WASD, nein, QWER und 1, 2, 3, 4, 5, genau. Höh. Willenskraftregeneration, Kraftsheet. Also wir haben genügend Geld. Was? Ah, da ist das Geld, nicht da unten rechts. Das ist nur der Wert zum Verkaufen, gut. 6840, also haben wir nicht genügend, natürlich. So einen Ring und so brauchen wir jetzt gerade nicht so. Einen Zauberstab. Haben wir einen Zauberstab? Hm. Ja, der ist nicht gut. Hm. Ist schon viel besser, aber. Ja, gut. Lohnt sich schon. So, haben wir irgendwie ein anderes Element? Was ist das für ein Element? Ist das heilig schon? Physisch. Aha, weiß ist einfach physisch, okay. Hm. Genau, jetzt haben wir sich nie ausgesetzt. Ah, genau, Träne von Eteliel. Ich habe, glaube ich, nicht so gute Erinnerungen dran. Also es kostet halt viel, glaube ich. Ist langsam. Na komm, nehmen wir das. So, dann können wir noch kurz ein bisschen anordnen. Zum Beispiel nehmen wir mal
Nehmen wir mal den Feuerball raus. Ich kann das nicht direkt irgendwie alles tauschen. Der da. Ja, jetzt haben wir mehrheitlich Eis. Kältenblitz ist ziemlich gut, das würde ich benutzen. Dann würde ich den Eis arktischen Speer nicht nutzen. Für Feuerball, damit ich ein bisschen Elemente switchen kann. So, haben wir hier beim Laser andere Elemente, die ich gerne hätte. Also Gift gibt's. Feuerschaden, okay. Also mit Meteore könnte man dann spielen, gut. Und physische Schaden. In Vernichtung in Heiligschaden, also Heiligschaden. Also er macht momentan. Er macht nur physischen Schaden. Wo sieht man das eigentlich? Hier irgendwo. Schattenschaden. Okay, es macht. Er macht Ätherschaden und Schattenschaden. Und wie wird dann der physische Schaden? Ah, der Waffenschaden. Wo ist der Waffenschaden? Wie geht das? Also, es ist ein bisschen kompliziert beschrieben, oder? Weil ich sehe jetzt nicht genau, was Waffenschaden ist. Es steht vielleicht hier irgendwo. Wie viel Prozent oder so Waffenschaden ist. Ich verstehe jetzt das auch nicht so ganz, also. Es wird sicher irgendwie, ja, weiß nicht, die Hälfte sein. Was eigentlich der Schaden von der Waffe nimmt. Und da haben wir jetzt einen besten Zauberstab, machen wir also auch wieder ein bisschen mehr Schaden. Der Boss ist wirklich nicht gerade sehr widerstandsfähig gewesen. Also, ja, wir haben einfach einen guten Zauber dagegen eingesetzt. Er konnte noch so Giftpfützen wie die kleineren Gegner von denen am Boden hinterlassen, die sehr viel Schaden machen. Oh, also sehr viel, ja, für den Anfang einfach viel Schaden machen. Und ich denke noch so Giftbälle schießen. Und dann hat er noch einen Ansturm oder einen Dash, also so einen Durchstoß, also ja, wo er einfach teleportieren kann. Ich glaube, es ist eher so eine Rammattacke, so eine Laufattacke. Genau, irgendwie so etwas. Ja, sonst ist es natürlich für den ersten Boss natürlich easy. Also, gut, dann machen wir nächstes Mal weiter. Dankeschön fürs Zusehen. Und ja, vielen Dank für die Unterstützung. Tschüss.